Was geht ab, Leute, und willkommen zum Bombensimulator. Ja, Freunde, heute ist unser Ziel, auf jeden Fall alle Bomben, die wir hier sehen, kaputt zu machen. Und fragt mich nicht, warum ich einfach keine Haare habe, Leute. Aber wenn ihr auch wieder wollt, dass ich Haare bekomme, dann drückt jetzt mal auf den Like-Button und auf den Abo-Button. Und allgemein, wenn wir einen zweiten Part noch sehen wollt, Leute, aber guck mal, unsere Haare sind einfach weg. Es ist recht simpel, wir müssen quasi die ganze Zeit einfach nur auf diese Bomben raufdrücken. Ja, guck mal, ihr seht ihr schon. Wenn wir jedes Mal draufdrücken, verliert das ein Leben. Und dann können wir nachher noch unsere Schwerter upgraden. Wir kriegen zum Beispiel nachher noch neue Hüte, neue Haustiere, damit das alles ein bisschen schneller geht. Jetzt guck mal, was passiert. Bei mir steht nämlich noch First Bomb. Das ist jetzt meine erste Bombe und wow, wir haben einfach so eine Gläser neu bekommen. Mal gucken mal hier im Inventar. Level 4 Gläser und die geben dann plus 4,4 Damage und nochmal 0,06 Damage Speed. Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich denke mal, wenn wir jetzt hier so raufklicken. So, oh, seht ihr schon? Alter, wie schnell es auf einmal schon diese Bombe weggeht. Also Leute, das ist auf jeden Fall schon ordentlich am Start hier. Ich würde aber mal sagen, damit das Ganze ein bisschen schneller geht, gehen wir mal hier in den Shop und man kann sehen, wir können uns nämlich auch Boost kaufen. Ich kann euch immer empfehlen, einfach die Boost zu kaufen. Coins ist auch gut, aber wenn man die Möglichkeit hat, Boost zu kaufen, so wie hier mal 2 Coins in 15 Minuten für 49 Robux, was echt klar geht. Oder hier zum Beispiel noch irgendwie Luck mal 2, beziehungsweise ja, hier nochmal für 39 Robux. Und dann holen wir uns auch nochmal hier für 15 Minuten nochmal doppelte Gem, Leute. Dann würde ich schon sagen, geht das auf jeden Fall alles immer mega, mega fit. Mit diesem Boost ist es komplett in Ordnung. Und dann können wir auch schon auf Bombenjagd gehen. Das heißt, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit draufklicken, seht ihr schon, geht die Bombe schon relativ schnell weg. Dank unserer Gläser, die wir jetzt hier auf unserem Kopf drauf haben. Ich meine, guckt euch mal uns an hier. Leute, gönnt euch mal bitte schön mein Aussehen. Und jetzt haben wir zusammen das gemacht und ich habe jetzt einfach mal, oha, 30 Gems dafür bekommen. Ich weiß jetzt noch nicht, was die Gems so einem im Endeffekt bringen. Aber wir können natürlich auch hier, wenn wir hier vorne hingehen, neue Schwerter kaufen, mit denen wir quasi nachher schneller vorankommen. So, wir gucken jetzt mal ganz kurz hier. So, wir haben einmal den hier, Alter. Oh, wenn ihr sehen wollt, dass ich mir diesen Handschuh mir hole, Leute, für 9000 Robux, dann, Leute, schreibt gerne in die Kommentare, ihr wisst, was zu tun ist. So, hier kann man mal 2 Damage, okay, also mal 5, mal 10. Das kostet auf jeden Fall alles ganz viele Münzen. Das heißt, unser Ziel ist es jetzt, ganz viele Münzen zu sammeln. Und wenn wir hier zum Beispiel 1000 Coins haben, dann können wir schon zum nächsten Bereich, wo dann schon so Raketen und so da sind, also blaue Bomben und sowas. Das ist schon mal sehr, sehr cool, Freunde. So, hier sind auch schon welche mit kleinen Haustieren am Start. So, draufklicken hier. Bup, die nächste Bombe. Und nicht vergessen, unsere Münzen einzusammeln, bevor das nachher irgendwer anders tut, ne? So, hier, zack. Und, oh, die Coins gehen echt schon richtig, richtig schnell hoch. So, und hier auch nochmal draufklicken. Und diese bringen, glaube ich, richtig viele Gems. Das heißt, diese größeren Kisten, wo Dynamit drin ist, ich glaube, die bringen einfach richtig, richtig viele Gems. Und da muss man sich halt keine Sorgen mehr machen, dass man nachher halt irgendwie mit den Gems dann nachher leer ausgeht. Also ich glaube mal, ich gucke gleich mal ganz kurz, was man so mit diesen Gems kaufen kann. Das ist dann wahrscheinlich hier irgendwie ein neues Haustier oder so. Hier kann man zum Beispiel ein Ei holen. So, und dann muss man, glaube ich, was kriegt man denn dafür? Ach, das kostet natürlich Robux. Ja gut, okay, das machen wir lieber nicht. Also 5 Euro für so ein Ei ist mir dann auch schon ein bisschen happig. So, hier, wir können mit Gems, Gems können wir hier kaufen. Aber was kann man denn mit Gems machen, Leute? Gut, vielleicht werden wir es ja noch erfahren. So, pass auf. Wir haben jetzt gleich schon unser nächstes. Komm mal hier ran mit zu mir. Wenn wir zusammen nämlich dran arbeiten, geht das Ganze viel schneller. So, also, wenn wir zum Beispiel jetzt noch 150 Münzen haben, dann geht das Ganze schon mal viel, viel schneller. Dann werden wir nämlich hier übertrieben schnell in diesen zweiten Bereich schon kommen. Und zack, ja. Wow, ein Valkyrie-Helm. Oh, Level 6. Und dann, oh, plus 9 Damage und Damage Speed. Alles klar, Alter, Level 6. Den setze ich doch mal auf. Ey, wie sehen wir denn bitte schön jetzt aus? So, mal gucken, wie schnell das Ganze jetzt weggeht. Und Alter, Leute, fast mit, ja, 4 Schläge ist diese ganze Bombe da weg. Oha, oha. Und wir haben jetzt schon 192 Münzen. Ich würde mal sagen, wir holen uns nochmal hier das doppelte Schadenschwert. So, für 150 Münzen. So, equippen. Okay. Und das haben wir jetzt, glaube ich, ausgewählt. Das hat jetzt doppelten Schaden. Und mit diesem Schwert sollen wir jetzt anscheinend die Bomben noch schneller wegbekommen. Und ihr seht hier schon ein Hit. Ein Hit für diese schwarzen Bomben. Alter, Leute. Auch hier. 3 Hits. 3 Hits für diese Kästen. Oh, da kriegen wir auf jeden Fall ja ganz, ganz schnell jetzt gleich die 1000 Münzen. Wie cool ist denn das, bitteschön? Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir wieder so ein paar neue Hüte und so rausbekommen aus diesen ganzen Teilen. Dass wir das Ganze noch schneller machen. Und yo, okay, eine Ferienkrone, Level 4. Die werden wir mal hier equippen. Das heißt, wir haben jetzt hier nochmal plus 4,4 Damage und noch ein bisschen mehr Speed. So, Leute, und dann sehen wir jetzt schon so aus. Das sieht auch wirklich nur richtig bescheuert aus, ey. Zack, die ganzen Bomben hier. Oh, was? Jetzt haben wir schon wieder was Neues hier. Kitty Ears, also so kleine Katzenohren. Und das ist Level 5. Ach, und dafür muss man, okay, warte mal, dann machen wir mal hier das weg, unequip und holen uns mal für Level 5 die Kitty Ears. Die bringen uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr. So, hier, ihr seht ihr schon, oh, Haare,
Ja, Leute, wir haben endlich Haare. So, warte mal, Haare bringen. Oh, Level 5 hier. Ich denke mal, wenn wir jetzt die Kitty erstmal wegmachen und uns dann Haare dafür holen. Ne, okay, das heißt, man müsste jetzt zum Beispiel den Helm hier abmachen. Aber der Helm, der bringt mir einfach viel zu viel. Der ist viel besser als die Haare. Ja, Leute, dann müssen wir leider noch ohne Haare rumlaufen. Das ist kein Problem. So, hier die Gems wieder einsammeln. So, hier die Kiste aufmachen, zack. Und hier auch nochmal Bam, Leute. Oh, das geht jetzt da sowas von schnell. Was ist das denn jetzt da für ein Hut, Leute? Wir haben jetzt schon so einen Papierhut. Level 3 aber nur. Okay, gut, den werden wir dann auf jeden Fall nicht aufsetzen. Also wenn dann nicht nachher irgendwas Neues kommt mit höherem Level und so, dann würde ich das auf jeden Fall nicht auswählen, Leute. Weil das würde halt einfach nicht wirklich viel bringen. So, hier, zack. Und mal gucken, Leute. Wollen wir uns zwar schon mal hier den zweiten Bereich kaufen? Ich meine, 1000 Münzen können wir uns hier eigentlich auch... Ah, guck mal, man muss 1000 Münzen haben. Das ist kein Problem. Die holen schnell durch diese ganzen Kisten hier. So, zack. Ihr seht hier schon, boop, wie viele Münzen hier aber bisschen drin sind. Oh mein Gott. Jetzt haben wir schon 650... Hier auf jeden Fall auch noch, ich würde mal sagen, wir gehen nur noch auf diese Dynamitteile, weil die bringen uns am meisten Münzen, ihr seht das ja, die bringen uns so viele Münzen. Oha, Leute. Ey, wir haben jetzt schon fast die 1000 Münzen am Start, was ist das bitteschön, wie cool ist das mit, okay? Und hier auch nochmal, neu gespawnt das ganze Ding und bam, Gems noch dazu bekommen. Hier nochmal die Bombe weghauen und schon wieder Haare bekommen. Also wenn diese Haare und noch, oh, noch mein Helm. Schon wieder Level 6 Helm. Also der macht gefühlt, ja, der macht gefühlt genau dieselben Sachen. Und die Haare machen auch genau dieselben Sachen. Also schade, dass wir noch keine neuen Haustiere haben. Vielleicht muss man sich der ja auch kaufen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Hier ist schon wieder so ein Helm rausgekommen. Leute, das kann doch nicht angehen. Wie viele Helme kommen denn hier bitte schön? Hier Level 4, Level 6. Das kann doch nicht angehen, Freunde, dass ich hier die ganze Zeit dieselben Hüte und so habe. So, aber wir haben jetzt 1000 Münzen und das bedeutet, dass wir jetzt hier uns einen neuen Bereich freischalten können. Ich würde mal sagen, Leute, zack, wir gehen mal hier rein, kaufen. Leute, das sind jetzt hier unsere neuen Bomben. Das sind jetzt quasi blaue und oha, ihr seht schon, die brauchen auf jeden Fall viel, 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 viel länger. Und da kann man auch jetzt schon anscheinend seinen Hut enchanten, weil diese Bomben viel, viel länger brauchen. Und das, warte mal, das ist eine Coin-Chest. Kriegen wir da jetzt Coins draus? Weil wir jetzt hier so einen neuen Bereich freigeschaltet haben. Und 90.000 Coins brauchen wir für den nächsten Bereich. 90.000? Alter Schwede, oh, oha. Yo, alles klar. Okay, und jetzt könnten wir für 49 Robux das Ganze skippen. Nee, anscheinend, will er nicht funktionieren. Okay, will nicht funktionieren. Jetzt haben wir schon 25.000 Coins. Oh, lol. Ey, warte mal, wir haben gerade einen neuen Hut freigeschaltet. Level 24. Oha, Leute. Dann, ja, hau mal rein hier, Valkyrie-Hut. Die setze ich jetzt mal hier auf. Guck mal, jetzt haben wir so eine Irokese. Mit Hasen, mit so kleinen, hier, Häschenohren. So, pass auf. Mal gucken, wie schnell diese Bomben kaputt gehen. Okay, sie brauchen auf jeden Fall trotzdem noch sehr, sehr lange. Aber wir können uns jetzt gleich mal vorne ein neues Schwert kaufen, das dann halt nochmal irgendwie ein bisschen mehr Schaden macht. Weil so sind wir halt, wenn man sehen kann, mit den Bomben nicht wirklich schnell am Start. So, und jetzt kaputt machen und bam. Ja, kriegen wir schon ein paar Münzen. Ab zu den neuen Schwertern. Wir können jetzt hier natürlich mal 5 für 900 oder mal 10 für 12.000. Ich würde sagen, Leute, wir holen uns mal 10 Damage für 12.000 und teleportieren uns mal wieder kurz zu unserem Bereich da vorne. So, zack. Und dann haben wir jetzt hier auch Hut enchanten. Warte mal, wir können jetzt theoretisch unseren Hut enchanten. Craft. Und dann könnte man das so ein bisschen zusammendingsen. Also, Leute, ich würde mal sagen, das Ganze machen wir vielleicht noch nicht. Oder wollen wir es mit den Haaren verbinden? Und dann bringt das Ganze, Level 25, mehr Damage oder so. Hier zum Beispiel, oha. Ach, wenn man alles zusammen macht, man kann das jetzt alles zusammen craften. Drücken wir auf Craft und dann, oh, dann habe ich einen Level 32 Hut. Ach, dann geht das alles hoch und das ist kostenlos. Ach so, ich dachte, das hätte jetzt mehr gekostet. Na gut, das ist auf jeden Fall in Ordnung, Leute. Dann lasst mal kurz gucken, wie schnell es hier diese Bomben. Und ja, die gehen jetzt auch schon fast mit 2 Hits weg. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. So, hier, zack, die Bomben auch. Und da vorne liegt sogar noch irgendwas. Der Typ hat einfach nichts aufgesammelt. Dann sammeln wir das jetzt für ihn auf. Ha! Ja, eine Eiskrone haben wir jetzt aufgesammelt für den. Alles klar. Und Level 15 ist die auch. Komm, dann machen wir mal hier die Hasenohren weg. Weg damit. Und dann hier equippen wir die mal. So, jetzt haben wir hier Irokese und so eine, so eine kleine Krone. Also jetzt gehen die Bomben auf jeden Fall schon mal ordentlich schnell weg. Ihr könnt es ja sehen, Leute, wie schnell diese Bomben weggehen. Allein schon diese Raketen hier, diese blauen Raketen, die schon richtig, richtig viel Robux, nicht Robux, die einfach richtig viel Leben haben. Seht ihr schon, die gehen auch mega, mega schnell weg. Und da kriegen wir halt richtig, richtig viele Münzen. So, zack, hier draufhauen, auf das nächste rauf. Zack, Leute, auf das nächste rauf. Oha, ey, wir sind jetzt sogar schon Beginner. Das ist sehr, sehr gut. So, hier wieder auf die Bomben rauf. Ich möchte mal gucken, was da vorne bei dieser grünen Insel passiert, wenn wir danach richtig, richtig loslegen. So, hier. Weiter raufhauen. Alles klar. Und jetzt haben wir Kopfhörer. Also kleine Eiskopfhörer. Level 11. Gut. Also ich würde mal sagen, dann nehmen wir mal die Brille ab und holen uns mal diese Kopfhörer. Und dann sehen wir bestimmt richtig bescheuert aus. Ja, Leute. So sehen wir jetzt aus. Alles klar.
Und dann wird hier wieder weiterhin auf die Rakete gehauen, sodass wir halt richtig, richtig coole neue Münzen und so bekommen. Ich will mir auch mal wissen, was man mit diesen Gems machen kann. Das wurde bis jetzt noch gar nicht gesagt, was wir aus diesen Gems rausbekommen. So hier, ihr seht ja schon die Bomben in einer Tour. Guck mal, wir können jetzt hier auf die nächste draufklicken. Zack, mal, wie viele Bomben jetzt einfach sind. Boom, Leute, das geht jetzt richtig, richtig schnell ab. Zack, hier, die nächste Bombe und die hier. Und noch eine Bombe. Alter Schwede. So, zack, Leute. Das dreht ihr auf jeden Fall übertrieben schnell durch. So, hier. Leute, die Bomben gehen so schnell kaputt. Na, und was? Oh, schon wieder sowas? Warte mal, wir können jetzt... Ah, Level 9 ist das Ganze nur. Ey, dann hatten wir mit unserem ja total Glück, dass wir einfach Level 24 so einen Hut bekommen haben. Pass auf, ich möchte jetzt hier... hilft mir jetzt auf jeden Fall auch bei dieser Bombe. Wir kriegen ein paar Münzen. So, ich würde mal sagen, wir gehen hier weiterhin auf diese blauen Bomben. Die haben uns eigentlich ganz gute Münzen gebracht. Vor allem... Für die Schnelligkeit, wie wir die kaputt bekommen, geben die ganz schön viele Münzen. Vor allem jetzt liegen ja auch noch so viele möglichen rum. Dann lass uns die mal alle zerstören hier. Zack, zack, zack. Dann hier vorne auch nochmal auf eine raufgehen. So raufhauen. Auf jeden Fall noch alles ausnutzen. Und was haben wir jetzt hier? Einfach mal, ey, wow, der ist selten. Warten wir ganz kurz. Der soll selten sein, Leute. Level 10? Okay, der bringt plus 15 Damage. Das ist für Level 10 auf jeden Fall echt gut, muss ich sagen. Also, ja, oder vielleicht auch schon normal. Aber das Ding ist, wir haben jetzt andere Sachen, die bringen uns einfach mehr. Ja, die bringen uns einfach mehr. Und sonst würde ich mal sagen, craft mir die ganzen Dinger gleich mal zusammen. In der Hoffnung, dass wir dadurch halt nochmal was Besseres bekommen. So, Leute, wir haben jetzt fast die 90.000 Münzen. So, hier auch nochmal kaputt machen. So, bupp, raufhauen. Und jetzt haben wir schon fast die 90.000 und fehlen nur noch 10.000, dass wir hier uns den nächsten Bereich freischalten können, wo wir halt ganz, ganz viele neue Bomben haben, die dann natürlich auch hier wieder... länger dauern, um kaputt zu, allgemein kaputt zu machen. So, raufhauen hier, bupp, und wieder raufhauen, zack, und ich denke mal, oh, jetzt haben wir hier Gems bekommen, alles klar, und, oh, was ist das? Ultra? Ultra-Level? Warte mal, wir haben jetzt, oh, ey, ich habe, Leute, ich habe gerade gedacht, aber es ist Ultra. Okay, das hat Damage plus 23, ist für Level 13 anscheinend in Ordnung, aber, Leute, Ultra? Ich dachte gerade, was ist das jetzt für ein heftiges Ding? Aber anscheinend ist das hier selten. Schade, dass wir es nicht in einem hohen Level bekommen haben, weil sonst hätten wir jetzt hier so einen Ultra-Hut aufgehabt. Das wäre mega cool gewesen. Aber ich glaube, wir haben noch schon... Genau, wir können jetzt hier die Kopfhörer abnehmen. So, und dann setzen wir uns mal den Ultra-Hut auf. Der sollte uns anscheinend vielleicht nochmal ein bisschen mehr bringen. So, hier, zack, raufhauen, neue Gems. So, hier, auch nochmal raufhauen. Boah, Leute, oh mein Gott, guck dir das mal an, wie viele Münzen wir jetzt haben. Und das noch einsammeln. Okay, eine Bombe noch, dann können wir Bereich freischalten, sehr gut. Wir haben auch nur noch 3 Minuten dieses Doppelte. So, aber komm, 90.000 Münzen für den neuen Bereich. Und hier sind auch schon ganz, ganz viele Leute am Rumhauen. Okay, gehen wir mal hier mit auf diese Rakete, helfen dir mal ein bisschen. So, raufhauen, die haben jetzt schon 60.000 Leben. Das ist schon richtig, richtig viel. Und dann kriegen wir eine legendäre Brille. Eine legendäre Brille, die ist Level 40. Oh, okay, warte mal. Wir setzen den Hut hier ab, den Ultra-Hut, und setzen uns jetzt die legendäre Brille auf. Leute, guckt euch mal unsere coole Brille an. Okay, warte mal. Jetzt sollten wir anscheinend schon... Ja, die Bomben, die kommen doch schon mal gar nicht mal so schlecht in Wallung. Das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. So, hier, zack, wie viele Münzen kriegen wir dafür? Ordentlich Münzen. Und wir brauchen 5 Millionen Münzen da vorne. Bitte was? Okay, warte mal. Wir können jetzt hier sogar ein paar Haustiere kaufen. Die kosten Gems. Okay. Hier kostet es auch nochmal 1000 Gems. Oder hier kostet es 5000 Gems. Ich würde mal sagen, Leute, wir öffnen jetzt mal hier eine Sache. Und mit ein bisschen Glück, Leute, schüttel, 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 komm, kriege ich, oh, ein Bär. Okay, komm, besser als nichts, Leute. Jetzt haben wir gerade dafür 1000 Gems ausgegeben. Das kostet sehr, sehr viel. Was bringt denn der Bär jetzt hier? Der hat einen Headboost von mal 2 oder plus 2 und dann nochmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit beim Gehen. Ja, also natürlich ist nicht das heftigste Haustier, aber das nimmt man mit, Freunde, ohne Probleme. Nehmen wir das hier auf jeden Fall mit. So, wieder hier die neuen Bomben zerhauen. Abfahrt, Leute, richtig hier drauf prügeln bis zum geht nicht mehr. Und dann, Leute, zack, wieder ein paar neue Münzen. Ich würde mal gleich mal gucken, ob wir hier schon wieder unsere Hüte entscharnen können, weil man kann schon wieder sehen, wir haben so viele neue Sachen, die wir gar nicht mehr alle brauchen. Ich würde mal sagen, nach der Bombe hier entscharnen wir nochmal ganz kurz unsere Hüte. So, komm, wir gehen mal da drüben hin, aber wir kriegen jetzt auch schon richtig viele Münzen, ne? Muss man ja auch sagen, dass wir jetzt gerade so viele Münzen bekommen. Da können wir auch eigentlich schon gleich unser heftigstes Schwert kaufen, weil mit diesem heftigsten Schwert kriegen wir natürlich die Bomben noch viel, viel schneller kaputt. So, und zack, alles klar. Und dann komm, teleportieren wir uns mal kurz zum Hauptbereich. So, und hier können wir jetzt hier vielleicht schon das letzte Schwert kaufen. So, und das kostet 330.000. Aber wir können uns das mal 20 Schwert kaufen. Das heißt, wir haben jetzt noch mal 10. Und lass uns mal kurz hier hingehen. So, und dann mal kurz den Hut enchanten. Und ich würde mal hier alles ganz kurz zusammen machen. Hier, Level 40 Gläser, die werden jetzt gecraftet mit...
dem Ding, das und das. Und craften, Leute. Level 47 ist das Teil. Oha, Leute. Alles klar. Also die Brillen sind jetzt auf jeden Fall heftig am Start. Wir können uns hier zum Beispiel auch noch hier so ein paar neue Sachen holen. Vielleicht kriegen wir dadurch auch noch hier ein paar neue Hüte. Wenn wir jetzt hier auf die ganzen Teile raufhauen. Ja, nochmal eine Eisvalküre. Level 20. Okay. Auf jeden Fall besser als die Eiskrone. Das heißt, wir nehmen Ultra, nehmen wir gerne mit, Leute. Hier können wir mal kurz die Bombe mitnehmen, so. Aber wir sind hier schon in einem neuen Bereich. Und guckt euch mal bitte schon mein Schwert an. Leute, mein Schwert sieht halt richtig, richtig brutal aus. Und jetzt gehen die Bomben auch schon innerhalb von 4 Schlägen kaputt. Das ist sehr, sehr wichtig. Schade, dass wir kein gutes Haus hier haben. Aber ihr seht ja schon, wir haben jetzt schon fast wieder 500 Gems. Und wenn wir halt nachher 500 Gems haben, können wir nochmal probieren, ein Haus hier zu holen. Jetzt kommen die letzten 10 Sekunden nochmal ausnutzen, wo wir doppelte Coins haben. Bitte, lass uns das noch in der Zeit schaffen. Ich glaube, wir kriegen wenigstens nochmal... Okay, doppelte Coins kriegen wir nicht. Aber wenigstens nochmal vielleicht Gems, wenn wir die rausbekommen. Oder vielleicht noch ein bisschen Glück, ja? Oh ja, gut. Okay, das war auf jeden Fall ordentlich Münzen. Die nehmen wir natürlich gerne mit, Leute. Die nehmen wir sehr, sehr gerne mit. So, zack, hier. Und wieder neue Münzen bekommen. Und alter Schwede, ne? Man kann schon sehen, wie teuer hier dieser Bereich ist. Man könnte natürlich hier das Ganze nochmal holen mit den ganzen Gems. Dann kriegt man neue Haustiere und so. Aber, Leute, ich würde mal ganz kurz gucken. Wir könnten natürlich jetzt hier so ein Ultra-Ei holen. Für 5000 oder für 1000. Oder wir holen jetzt hier eins für 500. Komm, 500 Gems. Bisschen wackeln, ein bisschen Glück haben, Leute. Und, okay, eine Ente. Die haben eine Ente bekommen und ich glaube, man kann mehrere Haustiere aussehen, oder? Ja, guck mal, hier nochmal ein Headboost von plus 1, okay. Jetzt haben wir zwei Haustiere, die mit uns am Start sind. Das ist auf jeden Fall auch in Ordnung. Komm, wir hauen nochmal hier ein paar Bomben kaputt. Abfahrt bis zum geht nicht mehr. So, und ihr seht es schon, wir kriegen auf jeden Fall wieder ordentlich Münzen am Start. Das ist sehr, sehr wichtig. Leider kriegen wir gerade irgendwie keine neuen Hüte. Und warte mal, was ist da vorne eigentlich für ein neuer Bereich? Da war ich noch gar nicht. Ich würde es mal ganz kurz gucken, Leute. Was wir hier vorne für einen neuen Bereich haben. So, hier kurz die Münzen einsammeln. Und jetzt kann man anscheinend hier irgendwo hingehen. Und ist hier irgendwas Geheimes versteckt? Ja, ah nein, man könnte nicht weitergehen. Na gut, okay. Dann ist meine Frage auch schon beantwortet worden, dass wir anscheinend da doch nicht hingehen können. So, jetzt hier wieder draufhauen. Und jetzt hier auch nochmal ordentlich draufhauen. So, Leute, komm, die Rakete, die holen wir uns auf jeden Fall jetzt nochmal. Gucken, ob wir da irgendwas rausbekommen. Wenn wir jetzt nicht ein Level 50er Hut oder sowas bekommen, dann, Leute, weiß ich auch nicht mehr weiter. Komm, und jetzt die letzten 3 Schläge. 1, 2 und 3 und auf 4. Und keinen einzigen Hut bekommen. Okay, Leute, also bis 5 Millionen Coins, das dauert einfach viel, viel zu lange. Da müsste man sich wahrscheinlich schon wieder hier für Robux ein paar Münzen holen oder halt allgemein neue Haustiere und neue Hüte kaufen. Und da, Leute, sind wir anscheinend selber nicht so heftig am Start. So, komm, wir haben sogar schon 15 Millionen Boost gekauft. Also schade, dass man jetzt hier schon wieder so viel Geld ausgeben muss. Aber, Leute, denkt dran, wenn wir heute die 5000 Likes schaffen, dann werde ich mir auf jeden Fall diesen Handschuh holen und gucken, ob wir damit alles Mögliche kaputt machen können. Checkt eins von diesen meinen Videos hier aus, Leute. Wenn es euch gefallen hat, verprügelt auf jeden Fall den Like-Button und den Abo-Button. Und klickt hier rauf. Hier kommen nämlich täglich Robux-Folgen extra für dich.